Moin Leute, herzlich willkommen zum nächsten Metas Wilderness Opening auf meinem Kanal. Heute öffnen wir die ersten Release Event Boxen, jedenfalls auf YouTube. Ich habe schon mal zwei so geöffnet und habe diese beiden gezogen. Einmal Takria Sweet oder wie auch immer. Ich kann es nicht richtig aussprechen und den Lake. Das Lake Chilan Monster. Vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Falls ihr es besser wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, Release Event Boxen, wer sie noch nicht kennt, hat drei Packs drin, drei Booster Packs, eine Promo-Holo-Karte halt, die random ist. Das können die beiden sein oder die drei. Also fünf verschiedene. Und ja, Regelbuch noch drin. Und ja, aber ihr werdet es ja eh gleich sehen. Deswegen, wir hoffen natürlich in den drei Booster Packs auf richtig gute Pulls. Denn die blieben ja bisher aus bei uns in Wilderness. Und ich weiß schon wieder nicht, wie ich es öffne. Haben wir es. So, wir machen einfach jetzt erstmal die ganze Folie von den dreien auf, damit das nachher nicht so lange dauert. Es geht echt sehr, sehr schwierig auf, wenn man kein Cuttermesser dabei hat. So, sorry, dass es so lange dauert mit dem Öffnen. Ich sollte mal endlich ein Cuttermesser mir zum Öffnen holen. So, zweite. Und die dritte wird hoffentlich einfacher gehen. Wir zermanschen die Release Event Box. Gibt es einfach nicht. So kann man die Verpackung dann natürlich auch zerstören. So, also wie gesagt, wir hoffen natürlich auf relativ viele Full Holos. So. Jetzt einmal drin im Öffnen. Schauen wir mal. So, die erste hinein. Also unsere drei Packs und wir bekommen einmal das Fugmonster. Sehr cool, denn die haben wir ja noch nicht. Sehr coole Karte von Chris Campman. So, wie gesagt, hier die drei. Die drei Packs und hier nochmal das Regelbuch wie immer. Und das ist unser Deck. Das lassen wir aber erstmal sealed. Wenn wir das benötigen zum Spielen, können wir das dann immer noch machen. So, die nächsten drei Packs mache ich auch noch gleich. Und die nächste Promo ist nochmal genau das gleiche. Nochmal das Fugmonster. Und somit sollte natürlich auch hier das gleiche Deck auch sein. So, wieder ein Regelbuch. Und im letzten nochmal drei Packs. Und hoffentlich haben wir diesmal eine andere Promo. Und wir haben zwar ihn, ich möchte nicht wieder die Karte aussprechen. Sieht sehr cool aus, aber haben wir jetzt auch schon zweimal, leider. Aber die finde ich schon echt sehr nice. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was jetzt so die Chase-Karte ist hier von denen. Jetzt allein vom Artwork würde ich fast sagen, entweder halt
Er oder er. Und die haben wir ja jetzt beide schon. Aber wie gesagt, ihr könnt ihr mir auch gerne. So, das ist das Deck davon. Janet and Rosetta Thunderford. Gut. Tun wir es zur Seite und gehen wir einfach gleich mal rein in die Packs. Wir möchten endlich Wild 7 sehen, Secret Rares oder was auch immer. So, Smooth Token. So, Public Monster und unsere erste hoffentlich Holo. Nein, es ist nicht. Es ist die Reverse Holo. Frozen Spirit Sigil. Fängt schon wieder echt richtig gut an. Und wenn ich diese Karte wieder sehe. Oh mein Gott. Wie schon im letzten Video gesagt. Wer nicht weiß, wieso ich deswegen re so reagiere, schaut euch mein Spoiler-Pack-Opening an. Und ihr wisst, wieso ich es nicht, wieso ich die Karte nicht mag. So, nächstes Pack aus der ersten Release-Event-Box. Und wieder der Smooth-Token. Und unsere erste hoffentlich Holo wird. Oh ja, Germinate Full Holo. Ganz coole Karte. Allerdings. Ja, okay. Nochmal als Non-Holo. Ja, jetzt auch nichts Besonderes. Aber wenigstens eine Full-Holo. Das ist schon mal gut. So, letztes Pack der ersten Release-Event-Box. Schauen wir mal rein. Wäre wirklich wild, wenn wir einfach mal. Es gibt es ja gar nicht. Drei Packs, dreimal den Smooth Token. Wenn wir einfach mal eine Secret Rare ziehen würden, ne? Ist ja schon extrem krass. Und nächste Karte wird ein Explosive Rabbit als Reverse Holo. Und dahinter ein Golden Bear. So, hoffentlich gönnt die zweite Release-Event-Box mehr von den Packs. So, Pet-Token. Und gibt es die nächste Holo? Nein, es gibt John Henry als Reverse-Holo. Und dahinter The Pink Mass of Coos Creek Lagoon. Diese ellenlangen Namen, es ist immer wieder ein Fest. So, nächstes Pack, auf geht's. Wo sind die Wild Seven? Ist doch wenigstens das Mindeste, was wir verlangen können aus drei Release-Event-Boxen. Und komm, und es wird schon wieder eine Reverse Fountain of Youth und der Iowa Dragon. Ich frage mich halt wirklich, wo sind die Wild Seven? Wir haben jetzt so ein gefühlt jedes Produkt schon mal aufgemacht und die kommen einfach nicht. Die sind wirklich richtig rar bei uns. So, Hornet Token. Und Holo wird sein. Es ist eine Bronze, das heißt schon wieder Reverse. Das Unicorn
Reverse. Und dahinter Haunted Tundra. Ja, es ist ein bisschen verhext bei uns in Wilderness. Also ich weiß auch nicht, was ich jetzt an den Puls gut finden soll, ne? Man kann sich das natürlich auch immer schön reden, aber ich meine, bei den Release-Event-Boxen ist natürlich immer wenigstens, dass man so eine Promo hat, die eigentlich schon ziemlich cool aussehen. Das ist eigentlich noch das Einzige, warum ich die Release-Event-Boxen eigentlich mag. Aber von dem Puls her haben wir einfach derzeit kein Glück. Wir müssen einfach mehr Booster-Boxen ausprobieren. Und wir haben Weeping Black Angel als Reverse natürlich. Das heißt, wir haben jetzt einfach in dieser Box. Achso, nee, stimmt. Wir haben ja die andere auch schon. Ja, einmal auf jeden Fall drei Stück nacheinander. Also in einer Release-Event-Box waren drei Reverse-Holos. Und jetzt in der nächsten schon wieder eine. Das heißt, zwei Chancen haben wir noch auf eine Full-Holo. Bitte. Ja, lasst uns mal was Gutes ziehen. So, Skeleton Token. Schon wieder der gleiche Token. Bitte mal eine Gold. Es ist eine Gold. Und es ist Fountain of Youth in Full Holo. Wenigstens das. Auch wenn ich die Karte jetzt schon gefühlt echt einige Male habe. Ja, und unsere letzte Chance auf eine Wild 7 kannst du halt wirklich keinem erzählen. Ich möchte endlich den Dragon of Oconto Falls oder Snipe. Snipe wäre auch mal cool zu sehen. Ich glaube, Snipe habe ich sogar. Nee, geht ja gar nicht. Moment. Und wir haben das Golden Haired Girl als Full Holo. Wenigstens. Zwei Full Holos jetzt mal in einer Box. Das heißt, ja, im Durchschnitt jetzt einfach eine Full Holo pro Box. Das ist eigentlich, denke ich mal, so der normale Schnitt, wie es sein sollte. Denn, wie schon öfters gesagt, es gibt ja immer zwei Reverse Holos auf eine Full Holo. Ist jetzt hier genauso mit sechs Reverse und drei Full Holos. Und ja, dann sind wir schon fertig mit dem Video. Lass gerne nochmal einen Mitleidsdaumen da. Und ja, wir hoffen einfach auf bessere Puls in den nächsten Videos. Ja, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.